Lasst uns einen kritischen Blick auf das Thema Gaslighting werfen, eine für die psychische Gesundheit der Opfer wirklich gefährliche Manipulationstechnik, die oft von Narzissten eingesetzt wird, mit dem Ziel, die Wahrnehmung des Gegenübers aufzuweichen und zu verzerren. Dies ist die 17. Folge unserer Serie Narzisstische Verhaltensweisen. Ich bin Delia Schreiber, Psychotherapeutin und Psychologin. Willkommen auf diesem Kanal. Der Begriff Gaslighting stammt ursprünglich aus einem Theaterstück aus den 1930er Jahren mit dem Titel Gaslight, das Gaslicht. Die deutsche Fassung trug den Titel Das Haus der Lady Alquist und später wurde ein Film aus dem Stoff gedreht mit Ingrid Bergman in der Hauptrolle. Die Handlung des Stücks dreht sich um einen Mann, der seine Frau systematisch manipuliert, indem er zum Beispiel die Gaslampen im Haus dimmt, was zu einem schwachen Licht führt, das er jedoch leugnet, oder indem er ihr weismacht, dass ein Brief, den sie in der Hand gehalten hat, eine Erfindung ihres verwirrten Geistes sei und niemals existiert habe. Er nutzt diese Manipulationen, um seine Frau glauben zu machen, dass die Ursache für das flackernde Licht und andere unerklärliche Vorfälle im Haus ihre verzerrte Wahrnehmung sei, obwohl er selbst diese Dinge verursacht. Dadurch wird ihre Wahrnehmung der Realität in Frage gestellt und sie beginnt, an ihrem eigenen Verstand zu zweifeln. Der Begriff Gaslighting wurde dann im übertragenen Sinne dazu verwendet, um jene Form der psychologischen Manipulation zu beschreiben, bei der eine Person absichtlich Zweifel an der Wahrnehmung, dem Erinnerungsvermögen und der Realität einer anderen Person sät, um Kontrolle zu erlangen, Macht auszuüben und das Opfer zu destabilisieren. Es zielt darauf ab, das Opfer so zu desorientieren und seine eigene Wahrnehmung der Realität in Frage zu stellen, was zu einem Gefühl von Verwirrung, Unsicherheit und Selbstzweifeln führen kann. Und genau das ist gefährlich. Damit wir als Individuen gut funktionieren, gute Entscheidungen treffen und die Verantwortung für uns übernehmen können, brauchen wir Klarheit, vor allem in Bezug auf unsere Wahrnehmung, denn diese formt unsere Wirklichkeit. Wenn unsere Sinne und unser Geist hier durch die perfide und perverse Taktik des Gaslightings verwirrt werden, stehen wir sozusagen auf Treibsand. Wir haben dann das Gefühl, dass wir uns auf die eigene Wahrnehmung der Realität nicht mehr verlassen können, verlieren die Orientierung und sind damit angewiesen auf die Orientierung durch andere. Oft verlassen sich nun Opfer unwillkürlich ausgerechnet auf den verzerrten Wirklichkeitsspiegel des Verursachers dieser Orientierungslosigkeit. So hat der Narzisst leichtes Spiel, indem er dem Gaslighting-Opfer einfach jene Wirklichkeit verkauft, von der er sich am meisten Macht und narzisstische Zufuhr verspricht. Kinder, die in ihren Elternhäusern schon gegaslightet wurden, verlassen sich oft auch noch als Erwachsene auf die Wahrnehmung anderer, weil sie nie gelernt haben, der eigenen Wahrnehmung zu vertrauen und auf deren Basis selbstbewusst eigene Entscheidungen zu treffen. Was passiert beim Gaslighting? Wie schaffen es Narzissten und Psychopathen, den sicheren Boden der Wahrnehmung eines anderen Menschen in unsicheren Treibsand zu verwandeln? Dies geschieht oft durch das Leugnen von Ereignissen, Umkehrung von Schuld, Erzeugen von Zweifeln, absichtlich gestreuten Falschinformationen, das häufige betonte Kritisieren des Opfers für seine Gedächtnislücken und indem die Realität des Opfers durch ständige Widersprüche und Verwirrungen in Frage gestellt wird. Übrigens verwenden Narzisstinnen oft ganz am Anfang des Kennenlernens die Taktik des Gaslightings, um zu testen, wie sicher deine eigene Wahrnehmung ist und ob du als Opfer in Frage kommst. Davon handelt die nächste Folge dieser Serie. Opfer von Gaslighting zweifeln oft an ihrer eigenen Wahrnehmung, stellen die eigenen Erinnerungen in Frage und verlieren das Vertrauen in die eigene Urteilsfähigkeit. Dies führt natürlich zu Angst, Unsicherheit, psychischer Instabilität bis hin zu Depressionen und dem völligen Verlust der eigenen Selbstwirksamkeitserwartung. Massives Gaslighting einer ohnehin schon geschwächten Person kann diese tatsächlich in einen Zusammenbruch und damit unter Umständen sogar in einen Aufenthalt in der Psychiatrie zwingen. Wenn du das Gefühl hast, dass jemand deine Wirklichkeitswahrnehmung zu manipulieren versucht,
Besinne dich auf dich selbst. Beginne wieder, deine Umgebung ganz bewusst wahrzunehmen. Nimm deinen Körper wahr, vor allen Dingen deine Füße. Tausche dich mit Vertrauten aus. Setz klare Grenzen. Übe bewusst, deine Wahrnehmung der Wirklichkeit selbst ernst zu nehmen. Verteidige deine eigene Wahrnehmung und lass dir keine alternative narzisstische Wirklichkeit aufschwatzen, die sich notabene ohnehin innerhalb von Stunden in eine weitere, nochmals andere alternative Wirklichkeit wandeln kann. Ich danke dir fürs Zuhören, pass auf dich auf und bis bald.